Wie ernst das Gericht den Prozess nimmt, ist schon früh morgens bei Prozessbeginn klar. Rund 50 Polizisten kontrollieren die Besucher und sichern das Gebäude. Bei den Angeklagten allerdings von Aufregung keine Spur. Sie lachen und scherzen mit ihren Verteidigern. Frech grinst einer in die Kameras. Zur Tat selbst schweigen alle drei beharrlich. Diesbezüglich werde ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme abgeben. Es ist jetzt erstmal darüber zu entscheiden, wer mein Mandant ordnungsgemäß verteidigen soll. Es geht um Mord, doch darüber wird erst gar nicht verhandelt. Am ersten Prozesstag stellt Anwalt Heiko Weber schon zu Beginn einen Befangenheitsantrag. Das Gericht habe erst 2 Wochen vor Prozessbeginn einen zweiten Verteidiger für seinen Angeklagten bestellt. Er habe sich nicht lange genug einarbeiten können. Der Umstand ist der, dass aufgrund des Umfangs des Verfahrens es zwingend notwendig war, einen zweiten verfahrenssichernden Pflichtverteidiger beizuordnen. Wenn dies die Verteidigung schon 3 Monate vor Verhandlungsbeginn macht, das Gericht aber erst 2 Wochen vor Verhandlung es für notwendig erachtet, ist der daraus resultierende Zeitdruck nicht dem Angeklagten anzulasten. Der Antrag wird abgelehnt. Nachmittags kommt endlich zur Sprache, was damals am 3. Advent 2012 passiert sein soll. 3 Mitglieder der Vereinigung Rock Machine haben sich mit dem Chef einer Sicherheitsfirma getroffen. Vermutlich ging es darum, wer die Türen in Clubs und Bordellen in Neu-Ulm kontrolliert. Es war wohl eine Aussprache zwischen den Beteiligten in dieser Nacht geplant. Und das Geschehen ist wohl eskaliert. Zunächst Beleidigungen, dann Tätlichkeiten und dann wurde geschossen. Die Staatsanwaltschaft wirft den 3 Männern gemeinschaftlichen Mord vor. Lebenslänglich könnten sie dafür ins Gefängnis kommen. Es gibt ganz verschiedene Mordmerkmale, beispielsweise Grausamkeit oder auch niedrige Beweggründe. Die Ausnutzung der Arglosigkeit, das ist zum Beispiel einer der konkreten Vorwürfe der Staatsanwaltschaft im vorliegenden Fall. 10.000 Seiten Akten und rund 100 Zeugen. Doch das Gericht will wahrscheinlich noch vor Weihnachten ein Urteil fällen.